Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Session von Darksiders Remastered Edition. Wir waren zuletzt bei der einen Aufgabe stehen geblieben oder waren damit fertig. Jetzt haben wir noch drei vor uns. Wir wollen ja den Fluch für den Steinriesen brechen, damit er uns den Weg frei machen kann zu der Fledermauskönigin, weil die sollen wir abschlachten für Samael. Und hier ist das zweite. Also ich glaube, dass wir das hier machen müssen und nichts anderes. Ich kann aber nochmal auf die Karte gucken. Ich sehe aber sonst nichts außer das in der Mitte. Was ist das in der Mitte? Wir können uns das auch in der Mitte mal angucken. Aber ich glaube, wir müssen diese Portale machen. Obwohl, das könnte auch einfach nur ein Bonus sein. Das weiß ich nicht genau. Ah ne, damit können wir... Ach ne, das war unser Händler, genau. Wie kann ich, bescheidener Händler, dir dienen? Ja, Wilkrim, kannst du mir irgendwas verkaufen? Wage. Lebensessenz. Nee, brauchen wir nicht. So ein Heilteil. Ich möchte lieber die Waffe verbessern. Oder halt erstmal die Sense auf die Sense sparen, ne? Ja. Sparen wir auf die Sense. Das kann ja noch warten, der Rest. So viel fehlt nicht mehr für die Sense. Auf Wiedersehen, bis bald, ja. Bis bald, würde ich dann mal sagen. Aber wir kümmern uns erstmal hier drum. Was müssen wir hier erledigen? Ich glaube, es ist immer irgendwas anderes. Ja, und was jetzt? So, Luftprügelei. Halten Sie L2 gedrückt, um sich auf Gegner zu konzentrieren. Halten Sie... 4 gedrückt, damit Krieg seine Feinde die Luft befördert, dann drücken sie wiederholt Viereck, um Feinde in der Luft mit einer Kombination anzugreifen. Besiegen sie 5 Feinde innerhalb der vorgegebenen Zeit mit Luftangriffskombination. Für die verbleibende Zeit auf der Uhr, okay. Das kriegen wir hin, denke ich mal. In der Luft. Sollte ja kein Problem darstellen. Naja gut, das war doof. Nee, der muss schon hier oben sterben. Genau so. Das ging schon eher. Komm mal her. Komm, bleib einfach in der Luft und stirb da. Danke. Nee, der ist in der Luft gestorben, glaube ich. Ich hatte nicht darauf geachtet, wie viele wir schon hatten. Aber das ist wirklich sehr viel einfacher als das davor. Okay, das war's. Nicht sehr schwer. Das andere fand ich schwerer. Aber nur weil da der große dabei war. Brauche ich davon also, was? Das war unterhaltsam. Können wir das noch einmal machen? Ja, noch zweimal sogar. Also was ähnliches zumindest. Aber ne, ich glaube wir sind voll. Ja. Sicherheitshalber öffnen wir die Truhen mal. Wer weiß, was einem das bringen kann. Es ist auf einmal weg. Zauberei würde ich das nennen. Und dann wollen wir hier weitermachen. Ich finde es aber auch ganz cool, dass man auch mal verschiedene Sachen machen muss und nicht einfach immer nur... Ja, laufe dann da zum nächsten Boss, töte ihn, sondern dass du auch irgendwas machen musst, damit du den Boss erreichen kannst. Auch wenn es jetzt nichts Besonderes ist. Aber es ist ein bisschen Abwechslung. Was erwartet uns hier? Außer wieder dieses Dämonenauge. Das ist eine Prüfung von uns will.
Ja, nee, dann sag mal. Töten Sie 50 Feinde, bevor kriegsinfizierte Gesundheit aufgebraucht ist. Für die verbleibende Gesundheit werden Seelen. Oh, okay. Dann müssen wir uns hier beeilen. Okay. Das wird spannend. Okay. Oh, solange es nicht die Großen sind. Solange es nicht die Großen sind, wollte ich sagen. Wir können uns auch heilen, oder? Ja, können wir. Ich mag die Großen halt einfach nicht. Und da können wir uns auch so einfach mal heilen. Da stehen nämlich ein paar Truhen. Solange es nur die Kleinen sind, habe ich ja keine Probleme damit. Oder hier solche. Solange es nicht diese komischen Explosionstypen sind. Komm hier. Dann stirb. Stirb du auch. Du darfst auch so sterben. Und du darfst so sterben. Komm, ich mach dich in der Luft platt. Oder auch nicht. Dann mach ich euch nicht in der Luft platt. Komm hier. Wo sind mehr Gegner? Hier. Das müssen wir... Oh Gott. Wir dürfen uns nicht treffen lassen, weil wir verlieren andauernd. Sich hier zu treffen ist ein bisschen tödlich. Ach komm. Kommt, verreckt einfach. Nee, 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 nicht mit mir, nicht mit mir. Nicht mit mir, sage ich dann nur. Komm, gib mir eure... Gib mir eure Magiepunkte. Ach komm, ich könnte mir auch... Ach, ich habe ja zwei Gesundheitstruhen. Dann werde ich mir eine gönnen. Ich werde das hier gönnen erstmal. Und dann werde ich den ja abschlachten. Aber ja gut. Die paar schaffen wir auch noch. Sollte echt kein... Ah, da kommt so ein Fetter. Zwar nicht der Fetter, den ist schlimm. Okay, der ist schlimm. Der ist schlimm genug. Oh, falscher Knopf. Ich verdrück mich hier andauernd. Ja kommt, ey. Ist gut. Holen wir uns erstmal die Truhe. Ah, ich kann ihn töten. Aber ich will mir erstmal die Truhe gönnen. Gut, es war dann... Ja, gut. Wir haben es geschafft, das reicht doch. Also, das war unterhaltsam. Können wir das noch einmal machen? Könnte man theoretisch schon, ja. Warum sollten wir? Geh mir nicht auf die Nerven. Dämonischer Begleiter. Brauche ich zwar nicht nehmen, aber nehme ich trotzdem einfach mit. Achso, doch, das brauche ich. Das hier brauche ich nicht. Gut, dann fehlt noch eins. Ich frage mich die ganze Zeit, ob ich Resident Evil 7 spielen will. Weil ich glaube nicht, dass das ohne VR so viel Spaß macht wie mit VR. Aber ich habe doch keine VR-Systeme dafür. Hm. Vielleicht später. Und wahrscheinlich werde ich dann noch Let's Playen. Aber bei uns läuft ja gerade noch Resident Evil 5 und 6. Also 5, während ihr das hier seht. Wenn ihr das aktuell seht, natürlich. Oh, jetzt haben wir auch so viel, dass wir uns die Sensor holen können.
Komm, gönnen wir dir uns mal. Eine Sense, die ist gut. Hoffentlich zumindest. Ich glaube, mit der kann man... ja, gut, scheint ja auch da, dass man damit Gegnermassen gut platt machen kann. Also sollte es ja auch gut AOE-Schaden machen. Dämonenschneide, ne. Sense, genau. Die massive gebogene Klinge der Sense eignet sich für große Schwünge, die mehrere Feinde auf einmal vernichten. Und dafür das hier, okay. Oder Höllenklinge. L2, okay. Komm, holen wir erstmal das. Okay. Warte mal, das da... Moment. Wo konnte ich nochmal nachsehen, wo das war oder was? Hier, ne? Und dann Angriffe, genau. X und Viereck, okay. Ach so, ist eigentlich das gleiche nur in der Luft. Okay. Alles klärchen. Das können wir dir auch in der Luft einsetzen, das finde ich gut. Gebt mir eure Seelen, ihr Grabsteine. Ich weiß ja nicht, warum Grabsteine Seelen besitzen, aber... Na gut. Ich meine, es ist ja nur Stein. Ich meine, ich kann verstehen, wenn Bäume oder so Seelen besitzen sollen, aber Grabsteine, also Gestein... Ich weiß ja nicht, aber ich bin auch nicht derjenige, der das bewerten sollte. Oh, da ging es tief runter. Gut, dann gehen wir mal rein. Unsere letzte Aufgabe wartet. Sogar zwei Tore, okay. Nach nicht so. Sag mir, was zu tun ist. Das blutige Ende. Kleine und schwache Feinde können jederzeit sofort getötet werden. Größere Gegner müssen erst gelähmt werden, bevor sie erschlagen werden können. Töten Sie einen kleinen oder gelähmten Gegner mit Kreis. Töten Sie innerhalb der vorgegebenen Zeit 30 Feinde, wobei Sie nur Kriegs-Soforttötungsangriffe nutzen. Für die verbleibende Zeit, okay. Das kriegen wir hin. Komm, stirb. 5 Minuten sollten wir hinkriegen. Ich möchte, dass du stirbst. Komm. Lass mich dich töten. Ich töte das so gern. Zumindest was euch angeht. Ich mag keine riesen Fledermäuse. Die sind so riesig. Und böse. Ach komm, hier. Erst kümmern wir uns um die fliegenden Viecher. Ich glaube, dafür gibt es auch eine Trophäe, wenn man genug von denen aus der Luft herauskillt. Also insgesamt wahrscheinlich. Komm hier, ich möchte deinen Kreis sehen. Komm, hier, lass mich dich töten. Komm, warum sterben die denn nicht? Also werden die nicht schwächer. Danke. Bring mir noch ein paar Fledermäuse, die sind einfacher. Also ihr überlebt ein bisschen. Keine Ahnung, bei dem bin ich irgendwie so zögerlich. Ach komm hier, dich nehme ich auch noch mit. Nee, kommt. Ich will euch niedermetzeln. Niedermetzeln. Ich bin Krieg. Ich mag Krieg.
Ich mag Gewalt. Zumindest Krieg mag das. Sonst würde er ja nicht Krieg heißen. Obwohl, er soll ja nur Krieg über die Welt bringen, oder? Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt nicht der religiöseste Mensch.